Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Jetzt werden wir auch das letzte oder einer der letzten Fahrzeuge zum Hof zurückfahren und zum Waschen und Reparatur vorbereiten für den Winter. Die Feldarbeiten sind fertig. Was noch gedüngt werden konnte, wurde gedüngt. Und die Aussaat auf Feld 12 ist auch erledigt. Nun kann der Winter kommen. Und wir werden nachher um 0 Uhr die Zeit umstellen, Seasons auf entsprechend 6 Tage. Dürre schön, oder? Hätte jetzt schon. Ja, wir fahren mal zurück und dann sehen wir weiter. Ja, der letzte Livestream mit 7D ging ja wieder technisch gesehen voll in der Hose. Den Grund weiß ich nicht. Ich habe dieselben Einstellungen genommen wie bei LS. Ja, entweder ist das Netzwerk zu schwach gewesen, den Augenblick, oder ein Grund könnte sein, da ja dann die Streaming-Software ein Update bekommen hat. Und das ist ja allgemein schlecht, ne, wenn das nicht klappt. Gut, ist halt so. Vielleicht muss ich auch irgendwie anders planen, dass ich das dass die hintereinander streame, sondern mehr an anderen Tagen. Das könnte man ja auch am Samstag machen, theoretisch. 19 Uhr oder 20 Uhr. Ich werde das mal über nachdenken und dann entsprechend die Planung ändern, dass wir dann nicht zu sehr auf einen Tag konzentrieren, wir sind verteilen. Aber ich teile das noch rechtzeitig mit. Ja, ich bitte dafür trotzdem zu entschuldigen, dass es nicht klappte. Ich kann auch nichts ändern. Woran das genau liegt, das weiß ich nicht. Weil ich auch die Einstellung nicht geändert habe, im Prinzip bei OBS hier. Und bei Streaming-Software ebenfalls nicht. Nur kam dann die Meldung, dass die nicht genug Bits hochgeladen wurden. Also es kann ja nur am Netz gelegen haben, also am Internet. Dass da immer kurzfristig aus dem Keller war. Ich hatte zwar eine kurze Zeit noch einen Test gemacht. Ein Speed-Test im Internet. Da war alles okay. Aber es kann theoretisch natürlich sein, dass es kurzfristig Schwankungen sind, ne? Und das ist natürlich blöd, ne? Und weil die jetzt groß Werbung machen, UPC hier oder hier was Neues, Magenta, mit neuen Kunden, das ist immer ganz ungünstig, das ist immer, war schon früher so, dass das im Prinzip sich negativ auswirkt auf die Qualität, ne? Also na gut, kann man noch nicht ändern, ne? Aber ist halt so, ne? Und bei Streaming ist man so was äußerst ungünstig, sagen wir so ganz vorsichtig, ne? So, ich hoffe, dass jetzt hier einigermaßen klappt. Gibt's keine Fehlermeldung. Wegen unterlassene Frames. Aber die Aufnahme muss ich mir voranhören. Sonst ist das nämlich äußerst schlecht. Qualität nicht passt. Ich mache jetzt eh nur eine heute. Morgen fahren wir darin bearbeiten. Gehe dann rechtzeitig ins Bett. So, die Schnauze voll. In Anführungszeichen, ne? Mir ärgert das immer am meisten, wenn es nicht klappt. So, der wäre sauber. Dann fahren wir den mal in die Halle und entsprechend in die Garage, ne? Dann können wir noch ein bisschen Mist fahren oder
Gülle. So, hier ist wieder das. Den fahren wir in die Garage rein, ne? Ups. Ja gut, machen wir die Garage zu. Ja gut, was soll's. So, was haben wir noch an Fahrzeugen? Mein Auto. Wo sind wir? Bei Feld 44. Muss mal zurückgefahren werden. Ja. Wenn ich jemanden beleidigt haben soll gestern beim Livestream, bitte ich mal zu entschuldigen. Wenn man einer hat verlassen. Gut, da kann man nichts machen, ne? Ist halt so, ne? So, wenn wir gerade gucken, und bei Zick Zick, das Ding heißt hier. Vollgas. Da liegt noch Stroh. Ungünstig. Kann man nicht ändern. Ja, der Herbst ist dann im Prinzip durch. Dann kommt näher der Sommer. Quatsch, der Winter. Ja, 120 über Landstraße auch nicht schlecht, ne? Krieg ich den mitgenommen? Mal schauen. Normalerweise nicht, aber man weiß ja nie. Ah, das passt. Dann kriegen wir ihn auch mit nach Hause, in Anführungszeichen. Ups, die Kurve ist so eng. Ein bisschen aufräumen. Alles ein bisschen für den Winter absichern. So, angekommen. Haben wir hier noch schönes Förderband, ne? Ja, und die Verlängerung dafür. Tun wir jetzt nicht reparieren. So, Tank ist auch noch halb voll, dreiviertel voll. Den müssten wir jetzt hier irgendwo mit reinstellen. Einfahrtswagen. Siehste. Fahren wir in die Garage rein. Platz. So, dann sind wir.
So. Nochmal durchhalten. LKW, genau. Den müssen wir mal rückwärts ranfahren, damit wir vorne Platz haben. Und dann haben wir, können wir noch ein bisschen rein rechnerisch noch Milch verkaufen. Werden wir auch tun. So. Schon wieder voller Mist hier, beziehungsweise Silage. Können wir gleich mal wieder entsorgen. Mist. Nicht drin im Trigger. Gehen hier auf das Original. Was macht ihr hier, Kühe? Das ist doch ein Riesenhaufen hier. Kann ich wieder putzen. Wieder ein großer Staubsauger hier. Aber 5er Geschwindigkeit ist auch wieder voll. Die anderen auch noch sauber. Anderen beiden Stelle. Und müsst ihr wieder gleich anschalten. So. Ja, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Dann kommt der große Winter. Tschüss.